des jungen Elektromobilisten. Vielleicht erstmal zu mir. Ich bin Simon. Ich fahre leidenschaftlich gerne mit Autos in Vortragssäle. Und ansonsten fahre ich solche Elektroautos eigentlich relativ gerne. Das hat bestimmte Gründe und die möchte ich mit euch hier ein bisschen vorstellen, was da so gut dran ist, was da so schlecht dran ist und einfach ein bisschen aus der Praxis berichten. Das wird nicht sehr technisch, sondern ich lasse das bewusst sehr einfach und sehr praxisnah, einfach um einen guten Einstieg zu bieten. Und ja, dann fangen wir einfach mal an, wie man sich Elektromobilität so vorstellt. Man möchte von A nach B kommen, möglicherweise weiter als die 30 Kilometer vom Arbeitsplatz nach Hause, die man so typischerweise fährt in Deutschland. Was braucht man dafür? Ladestationen. Hier haben wir das perfekte Bild einer Ladestation. Ihr seht da das Auto. Das ist das Auto, was wir in der Familie haben. Das ist ein Elektroauto, eine Renault Zoe. Und das ist eine Ladesäule in der Niederlande. Wer weiß, wo meine Familie wohnt, das ist in der Nähe von Frankfurt. Das ist schon ein bisschen ein Stück. Die ersten schlagen im Publikum den Kopf zusammen. Ja, solche Strecken kann man mit Elektroautos fahren. Es macht teilweise nur nicht ganz so viel Spaß, wie man das machen will. Einfach mal im Hinterkopf behalten, so sieht das ideal aus. Man hat mehrere Ladestationen, es ist alles überdacht, es ist großartig. Elektromobilität bedeutet natürlich nicht nur Autos, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man elektromobil, also möglicherweise CO2-frei unterwegs sein kann. Das ist einmal die Bahn, die hat so praktischerweise eine Oberleitung und braucht deswegen keinen Akku. Sehr zu empfehlen, wer diese Art der Elektromobilität austesten möchte. Ich beschäftige mich hier im Vortrag vor allem mit dem Automobil, was so in nächster Zeit immer elektrischer wird. Wenn man das kleiner und in der Stadt macht, dann macht so ein Auto nicht viel Sinn. Dann nützt man dann eher Carsharing oder eben ein Elektrofahrrad, wo man einfach motorunterstützt fährt. Das sollte man auch mal ausprobieren. Das macht auch viel Spaß und man kommt dann auch nicht so verschwitzt in der Uni, an der Arbeit an, wie wenn man das wäre, wenn man ein normales Fahrrad fährt. Für meinen Vortrag habe ich mir eine visuelle Bewertungsskala ausgedacht, wieso die einzelnen Kriterien sind. Da fangen wir an mit, das ist eigentlich ganz schmerzfrei so. Dann gibt es dazwischen so in der Mitte, das ist Kacke, aber man kann es gerade noch so benutzen. Und manche Dinge, da schlägt man so den Kopf zusammen, man fährt halt dann doch lieber den Dieselgolf. Ich habe so ein Anschauungsobjekt mitgebracht und werde da ein bisschen was zu erzählen. Geht? Sehr schön. Das hat hier vorne gar keinen Motor, sondern hier vorne sind die Taschen mit dem Ladekabeln. Gleich zwei Stück. Warum zwei Stück, erzähle ich nachher. Ansonsten ist da vorne nicht viel außer Klimaanlagen, Zubehör, eine extra Batterie, um das ganze Infotainment, was da noch drin steckt, zu unterstützen. Weil da hinten ganz normal ein Fahrersitz, wie man das so kennt. Und hier hinten ist dann, wenn ich es aufgeschlossen hätte, gute Idee. Hier hinten haben wir dann unsere Ladesteckdose mit verschiedenen Anschlüssen. Das erzähle ich auch, wie das funktioniert. Und ganz hinten, wenn man in den Kofferraum reinguckt, ist da unten drunter der Elektromotor, der das Ganze antreibt. Den man leider nicht sehen kann, weil das leider verschlossen ist. Und ich da nicht das richtige Werkzeug habe, um das aufzumachen. Ich werde immer wieder runtergehen und ein bisschen was zeigen. Ja. Genau. So, jetzt fragt man sich natürlich, Elektroauto cool, will ich haben. Wie macht man so einen Kaufprozess? Nun ja,
Ich habe einfach mal exemplarisch die Karte von Volkswagen genommen und die hellen blauen Böppel sind da, wo man Elektroautos kaufen kann. Sind jetzt nicht so viele Händler, weil viele Händler das Thema eigentlich nicht richtig verstehen, sich nicht damit befassen oder sich gar nicht damit befassen wollen. Ja, dann kommt noch zusätzlich hinzu, dass für einen Händler oft die Konditionen schlechter sind. Die Konditionen schlechter sind, wenn man ein Elektroauto verkauft oder extra Schulungen notwendig sind, weil da ist Hochvolttechnik drin, das ist ganz was anderes als ein Verbrennungsmotor, da muss man die Werkstatt schulen, wenn man Autos verkauft. Das ist für viele noch unattraktiv, weil einfach das keiner haben möchte. Und das wird dann halt relativ eklig, wenn der dann zum Verkaufsgespräch geht und sagt, hier, ich habe da eigentlich Interesse dran. Und dann kommt zurück so, ja, das haben wir, aber wollen Sie nicht lieber vielleicht den Dieselgolf Probe fahren? Der hat sich bewährt die letzten Jahre. Das ist uns ungelogen passiert, als wir ein Auto kaufen wollten. Und dann haben wir dem Händler erzählen müssen, warum wir das haben wollen. Haben ihm erklärt, wie man sein Auto, das er zum Vorführen da hat, richtig auflädt. Wie man da die Bordfunktion benutzt. Das war sehr interessant. Ich bekomme immer noch mal ab und zu so eine Rückfrage, so hier, wie war das denn? Wenn man sich überlegt, Auto kaufen, wie viele Autos gibt es denn schon? Ich habe Bestandszahlen besorgt vom Kraftfahrtbundesamt, sind die direkt. Ihr seht, es gibt Ende 2015 knapp 225.000 Elektroautos auf den deutschen Straßen. Reine Elektroautos, da zählen nicht Plug-in-Hybride, wie es sie mittlerweile gibt, hinzu. Man sieht irgendwie, deutsche Hersteller sind da nicht so gefragt. Den Smart kann man mittlerweile nicht mehr kaufen. Der wurde eingestellt. Da kommt bald ein neuer. Ansonsten, ja, ist das irgendwie ein bisschen mau. Wenn man das vergleicht, so ein Dieselgolf verkauft sich dann doch eher so um Faktor 10 besser. 10 bis teilweise sogar 100. Zusätzlich kommt dazu Batteriemiete. Batteriemiete bedeutet, dass ihr die Batterie nicht kaufen könnt oder sie euch nicht verkauft wird. Warum macht man das? Ihr kennt das vielleicht von eurem Handy. Das Ding ist im Grunde nur das große Handy mit einer großen Batterie. Die Kapazität in der Batterie nimmt ab. Das kann man unterschiedlich lösen, wie man da dem Kunden ermöglicht, trotzdem eine anständige Reichweite zu erzielen, weil weniger Batterie, weniger Reichweite, nämlich indem man eigentlich eine Garantie drauf macht, wie das zum Beispiel BMW macht. Bei BMW kriegt man einen irgendwie Garantieschein dazu und dann steht da drin, die Kapazität der Batterie beträgt mindestens das und das, wenn nicht, tauschen wir den innerhalb dieses Zeitraums aus. Andere Hersteller, zum Beispiel Renault, gehen einen anderen Weg. Die verkaufen einem die Batterie nicht. Es sei denn, man ist Großkunde und bestellt ganz viele davon. Ja, da muss man dann halt Batteriemiete zahlen. Wenn man sich überlegt, 12.500 Kilometer im Jahr, das ist so das, was man normalerweise fährt, wenn man 30 Kilometer jeden Tag zur Arbeit hat. Dann ist die Batteriemiete ungefähr so viel wie das Benzin, das man dafür verbraucht. Das ist eher unattraktiv in den Köpfen der Leute. Deswegen will ich eigentlich dazu aufrufen, dass man die Batterie bitte auch kaufen kann oder zumindest zum Beispiel, wie es bei Nissan ist, die Entscheidung hat, möchte ich die Batterie mieten und das Risiko nicht haben, dass meine Batterie kaputt geht und sie mir ausgetauscht wird oder ich kaufe sie. Naja. Dann kommen wir zum Fahren und Laden und Fahren und Laden, wie das halt so ist. Die Elektroautos, die man kaufen kann, haben halt nicht so viel Reichweite. Die müssen zwischen 150 und 200 Kilometern wieder an die Steckdose. Es sei denn, man hat einen dickeren Geldbeutel und sich einen Tesla geleistet. So kann eure Schuhkartdose aussehen, wenn ihr ein Elektroauto dran ladet. Liegt daran, die Ströme, die da fließen, sind relativ hoch. Die Kontakte sind nicht darauf ausgelegt und dann schmort das. Es gibt verschiedene Arten, sein Auto aufzuladen. Ich habe das mal und die meisten haben das auch so. Es gibt eine Notfallladung, eine Normalladung und eine Schnellladung. Ihr seht da, wie viele Kilowatt
ihr damit ladet. Das unten das Notfallladekabel, das habe ich auch da. Das sieht dann hier in dieser Tasche so aus. Ich habe hier meinen Stecker für mein Auto. Das ist ein Typ-2-Stecker, komme ich gleich zu. Und auf der anderen Seite habe ich meinen Schoko, stecke das in die Steckdose, lasse es da seine Zeit dran laden, bis es voll ist. Eine Normalladung sieht anders aus. Habe ich hier ein fetteres Ladekabel, dass da mehr Strom durchgehen kann. Stecke ich an meine Ladesäule oder an die öffentliche Ladesäulen, die es gibt. Und das lädt dann deutlich schneller, weil einfach mehr Energie reinfließen kann. Bis zu 22 Kilowatt gehen durch so ein Kabel, wie ich es da habe. Das bedeutet so etwa 150 Kilometer Reichweitenzuwachs in der Stunde. Das ist ganz gut. Eine Schnellladesäule habe ich euch nicht mitgebracht. Die sind sehr teuer. Deswegen stehen die fast nirgendwo. Komme ich später noch zu. Das ist nämlich ein bisschen erbärmlich. Ladestecker. Es gibt unterschiedliche Ladestecker, weil das Ganze noch nicht so einheitlich normiert ist, wie es eigentlich sein könnte. Wir haben verschiedene Stecker. Oben, den ich habe, das nennt man Typ-2-Stecker. Der kommt von der Firma Mannekes aus Deutschland. Wurde der entwickelt. Der hat den Vorteil, wir haben in Europa ein Drehstromnetz. Bedeutet, man kann auf mehreren Phasen Strom laden. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Deswegen ist der für Europa das Beste, was man haben kann. Über den gehen bis zu 22 Kilowatt, teilweise sogar deutlich mehr, je nachdem, was man für ein Auto hat. Passend dazu hat die Industrie einen anderen Stecker entwickelt, den CCS, das steht für Combined Charging System. Den findet man vor allem an Schnellladesäulen, darüber wird Gleichstrom geladen. Unten haben wir den Typ-1-Stecker. Der Typ-1-Stecker ist vor allem in den USA verbreitet und in Autos, die in diesen Ländern irgendwie produziert werden, zum Beispiel Nissan Leaf, der kommt jetzt zwar aus Japan, aber auch dort ist dieser Stecker verbreitet. Und hier unten haben wir dann den CHAdeMO-Stecker, der lädt auch gleich Strom. Wie der CCS-Stecker sogar genauso viel, er ist nur anders. Das heißt, man muss irgendwie, wenn man seine Schnellladesäule baut, beide Steckertypen unterstützen. Ja. Ihr seht, der Typ-1-Stecker hat auch weniger Pins als dieser typische Typ-2-Stecker, den wir haben. Das liegt daran, weil er eben aus den USA kommt. Geht da kein Drehstrom drüber. Das bedeutet, eure Ladung ist auf eine Phase beschränkt. Das ist in Deutschland teilweise problematisch. Wenn wir hier, ich habe mal eine Matrix aufgestellt. Viele, viele Zahlen. Da seht ihr halt, welche verschiedenen Typen es da gibt, wie schnell die Autos laden. Das werde ich jetzt nicht genauer runterrasseln. Ihr seht das. Und ihr seht immer die schicke Kombination, wenn man einen Typ-2-Stecker hat, hat man CCS. Hat man einen Typ-1-Stecker, stecken die meisten Hersteller noch einen CHAdeMO-Stecker daneben. So. Genug von den Steckern. Verschiedenen Ladestationen, die es so gibt. Das Tolle an einem Elektroauto ist, ihr müsst nie wieder zur Tankstelle, denn die Tankstelle ist eure eigene Garage, euer eigener Stellplatz. Ihr könnt den Strom, den ihr da braucht, auch aus eurer eigenen Solaranlage machen, wie wir das haben zum Beispiel. Das nennt man dann Wallbox, weil das typischerweise an der Wand hängt, ein festes Kabel dran hat, ihr steckt einfach euer Auto an, das Auto lädt, ihr seid glücklich, ihr habt jeden Morgen ein volles Auto und wenn das Auto es unterstützt, wird es sogar vorklimatisiert. Daneben ist eine typische öffentliche Ladestation. Die öffentliche Ladestation lädt in der Regel genauso schnell wie eure Wallbox zu Hause. Und findet ihr in der Öffentlichkeit, sehen meistens so aus, und dann habt ihr daneben noch Schnellladestationen, große Säulen, da bekommt ihr Gleichstrom. Deswegen, die sind so groß, weil da Gleichrichter drin sind. Und ihr seht, da habt ihr drei verschiedene Kabel hängen, nämlich einmal einen Drehstromstrecker, dass ihr da schnell Drehstrom laden könnt. Ihr habt die beiden Gleichstromstrecker. Und ja, jetzt fragt ihr euch, wie viele Ladestationen gibt es so, wenn ich nicht zu Hause laden möchte? Von den Zahlen her ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt insgesamt 6.000 und ein paar zerquetschte Standorte. Die verteilen sich in etwa so auf die verschiedenen Anschlüsse. Schuko ist eure ganz normale Haushaltssteckdose. Die gibt es in der Regel auch an Ladesäulen, wenn man halt nur gerade das Notfallladekabel dabei hat oder bewusst langsam laden möchte. Ihr seht auch, die Zahlen da mappen nicht ganz auf die Anzahl der Standorte, denn in der Regel gibt es pro Standort mehrere Anschlüsse, sodass
wenn der eine Anschluss schon belegt ist, ihr auch trotzdem euch dran stecken könnt. In der Deutschlandkarte sieht das denn in etwa so aus. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Wir haben ein bisschen Konzentration dieser Ladesäulen auf den Ballungszentren, und wenn man dann mehr so in Richtung um Berlin rum guckt, dann ist das ein bisschen mau. Und das sind nur die normalen Ladesäulen. Wenn wir uns jetzt angucken, wie so diese Schnellladepunkte verteilt sind, das sind alle Schnellladepunkte, die wir in Deutschland haben, die mindestens 44 Kilowatt leisten, also dass ihr wirklich wieder vom Fleck kommt. Und das ist ein bisschen schlimm. Das kann man jetzt leider nicht so gut auf diesem Beamer erkennen. Aber ich versuche das mal zu verdeutlichen. Hier unten ist Karlsruhe, hier ist Freiburg, dazwischen ist eine Autobahn. Ich sehe da nur einen Ladepunkt an der Autobahn. Typischerweise ist so eine Strecke ein bisschen länger und dann geht euch irgendwann der Saft aus und es gibt keine Schnellladepunkte an den Autobahnen. Das ist so ein mittelschweres Problem, würde ich sagen. Das kann man beheben, indem man da welche baut. Logisch, oder? Warum ist das noch nicht passiert? Wir wollen das fördern und da passiert nichts. Ich mache das nochmal größer und ihr seht das. Zum Beispiel hier oben, die A3, zwischen Köln und Frankfurt, da gibt es Schnellladerpunkte. Gut. Wenn wir aber gucken, zwischen Ruhrgebiet und Hannover, nichts. Zwischen Berlin und Hamburg, so eine typische Strecke, die man eigentlich so vorzeigen könnte, nichts. Das ist traurig, aber das ist so. Und da will ich ein bisschen, dass da was passiert. Wie ist die Situation da so insgesamt? Ja, das ist, kannst du schon so machen, dann ist es aber kacke. Ich wage einfach mal den Blick. Ich habe vorhin die Ladestationen in den Niederlanden gezeigt. Wie sieht das in den Niederlanden aus? Das sind alle Schnellladepunkte in den Niederlanden. Ihr seht, die Niederlande sind natürlich ein bisschen kleiner. Ich kann vielleicht mal was zu sagen. Also die Datei, aus der ich das generiert habe, war dreimal so groß wie die Anzahl an wie die Datei aus der mit den deutschen Ladepunkten. Ihr seht da so entlang der Autobahn überall Ladepunkte. Du kommst quasi durch die ganze Niederlande ohne Schmerz. Finde ich gut, das haben wir auch gemacht, als ich in den Niederlanden war und dort das Auto gefahren bin. Großartig. Ihr fahrt dahin, ihr habt wieder dieses Bild von Anfang im Kopf. Die sind meistens auch überdacht und relativ, ja. Sehr gut. So sollten wir das machen. Kommen wir zur Routenplanung. Routenplanung ist so ein bisschen das Problem. Es gibt wenig Ladesäulen. Das hier ist ein Screenshot von Going Electric. Going Electric ist eine Webseite, die bietet euch an, die Möglichkeit, Routen zu planen, indem sie raussucht, welche Ladestation unterstützt euer Auto. Ihr habt ja gesehen, Ladematrix. Nicht an jeder Ladesäule gibt es jeden Typ und so weiter und so fort. Die unterstützt euch so ein bisschen dabei und hilft euch dabei, die Route zu planen. Da sagt ihr zum Beispiel, ihr wollt von Köln nach Karlsruhe und das schlägt vor, hier, die Böppel, das sind deine Ladesäulen, sag doch mal an welchen möchtest du halten. Und dann gibt es dann am Ende sowas hier. Start in Köln, zwischentanken in Montabaur, weiterfahren, zwischentanken in Darmstadt, ankommen. Und ihr seht, die Ladezeit ist dann doch schon beachtlich. Das liegt einfach daran, dass die Ladestationen nicht wirklich dicht beieinander sind. Denn bei einer Gleichstromladung ist es leider so, dass ab 80% das Auto langsamer lädt und dementsprechend lange an dieser Ladestation hängen muss. Das ist ein bisschen schade. Da wünsche ich mir halt ein dichteres Netz, dass man da öfter dran kann, nur kurz Viertelstunde dran bappt und dann weiterfährt. Jetzt fragt ihr euch, Strom ist nicht kostenlos. Wie zahlt man das? Ja, das ist auch ein bisschen peinlich. Ladekarten. Das ist eine Ladekarte von Zenumotion. Das ist ein niederländischer Anbieter, der für euch Ladestationen aggregiert. In Deutschland gibt es eine unbekannte Anzahl an Verbünden. Ich habe es bis heute nicht genau rausgefunden, wie viele Stadtwerke jetzt einen Verbund gründen, whatever. Aber es gibt
166 verschiedene Ladekarten, damit ihr wirklich jede Station nutzen könnt. Viele von diesen Ladekarten sind kostenlos, müsst ihr aber beantragen gegen eine einmalige Gebühr. Die habe ich dann gerechnet mit Gebühr durch 12 Monate. Wenn man wirklich jede Ladesäule in Deutschland benutzen möchte, muss man eine Grundgebühr von dieser schönen Zahl im Monat zahlen, damit das funktioniert. Das ist ein bisschen peinlich, aber ein bisschen realitätsfern. Deswegen kommen wir mal ein bisschen mehr zu der Realität. Das ist unser Lademäppchen. Es gibt zum Glück viele barrierefreie Ladestationen, wo ihr einfach anruft und die Ladesäule schaltet frei oder der Gewerbebetreibende, der sie betreibt, euch erlaubt, daran zu laden, freundlicherweise. Oder gegen Spende, sowas. Wir haben uns aber diese Karten da besorgt. Ihr braucht im Grunde eine Karte von The New Motion, damit schaltet ihr die meisten Sachen frei. Ihr braucht von RWE, die betreiben ca. 2000 Ladesäulen in Deutschland, einen Vertrag. Da gibt es unterschiedliche Tarifmodelle, müsst ihr euch das Richtige raussuchen, was für euch passt. Dann gibt es Plugsurfing. Plugsurfing ist ein ähnlicher Aggregator wie The New Motion, hat aber nochmal andere Anbieter im Angebot. Und ihr besorgt euch einen lokalen Anbieter, zum Beispiel die OVAG. Das sind die Stadtwerke bei uns, die da lokal Ladesäulen betreiben. Ja, sieht man schön. Das ist das, was wir so haben und was sich über die Jahre oder über das Jahr, wo wir das Auto jetzt haben, angesammelt hat. Kommen wir zu den Preisen. Es gibt da unterschiedlichste Modelle, sich abzurechnen. Man kann eine Abrechnung nach Kilowattstunden machen, dann muss deine Ladesäule geeicht sein in Deutschland und dann kannst du das machen. RWE zum Beispiel hat alle Ladesäulen geeicht. Da bekommt ihr am Schluss des Monats eine Rechnung, wo drin steht, du hast genau so und so viele Wattstunden geladen, das kostet dich genau so und so viel. Andere Anbieter machen eine Abrechnung nach Zeit. Das heißt, ihr zahlt für die Minute, die ihr dran steckt. Das kann auch sinnvoll sein, zum Beispiel, wenn das ein Parkhausbetreiber ist, der seine Ladesäulen nicht eichen möchte und ihr das darüber bezahlt. Oder wenn das irgendwie eine besonders beliebte Ladesäule ist, wo man möchte, dass die Leute nicht sehr lange dran laden. Das hat aber den Nachteil, dass Elektroautos unterschiedlich schnell laden. Das bedeutet, es kann sein, dass ihr an einer Ladesäule steht, wo ein Renault Zoe mit 22 Kilowatt sehr viel Strom beziehen kann, dadurch einen sehr geringen Preis zahlt, wo ein BMW i3 aber zum Beispiel nur mit 7 Kilowatt laden kann und dann einen deutlich höheren Preis zahlt. Das ist unangenehm für die Menschen, die dann ein Auto gekauft haben und dann auf einmal viel für den Strom, den sie beziehen, zahlen müssen. Nur weil ihr Auto langsamer lädt, das ist ein bisschen... zusätzlich, was ihr da seht, das ist eine Ladesäule von Aldi. Aldi Süd hat Ladesäulen aufgestellt als Werbemaßnahme und gibt den Strom gratis ab. Viele Stadtwerke machen das zum Beispiel auch noch so. IKEA hat auch zum Beispiel Ladesäulen aufgestellt, wo ihr kostenlos euer Auto dran hängen könnt für eine gewisse Zeit. Das ist begrenzt oft auf irgendwie 1, 2, 3 Stunden. Ihr sollt einkaufen, ihr sollt euer Auto laden, ihr sollt vielleicht ein bisschen länger da bleiben, weil das Auto ja ein bisschen Zeit braucht, mehr Geld da lassen. So funktioniert das. Das ultraoptimale Modell ist da noch nicht gefunden, wie man so seine Abrechnung macht. Klar, eine Abrechnung nach Kilowatt ist gut, aber an manchen Punkten ist es vielleicht fehl am Platz. Zum Beispiel, wenn das eine Ladesäule in der Innenstadt ist, wo man möchte, dass die Leute die nicht zuparken, weil das Auto auf einmal 12 Stunden da dran laden muss. Da ist dann vielleicht ein Tarifmodell nach Zeit angebracht. Um da vielleicht mal konkretere Beispiele zu bringen und zu zeigen, wie absurd das sein kann, diese Modelle, die wir im Augenblick noch in Deutschland haben, möchte ich euch sagen, was die ENBW-Ladesäule da vorne neben dem ZKM kostet. Ja. Je nachdem, über wen ihr diese Ladesäule freischaltet, zahlt ihr unterschiedliche Preise. Das heißt, sie sind nicht mal einheitlich. Wenn ihr einen ENBW-Vertrag habt, zahlt ihr 5 Cent die Minute, das sind respektive 3 Euro in der Stunde. Ihr zahlt aber auch eine gewisse monatliche Grundgebühr. Wenn ihr häufig da ladet, ist das vielleicht eine gute Option. Es gibt auch die Möglichkeit, bei der ENBW eine Prepaid-Karte zu kaufen. Wenn ihr vielleicht nur ab und zu mal hier in Karlsruhe seid und diese Ladesäule nutzen möchtet, kostet 5 Euro je angefangene Stunde. Seid ihr privilegiert und habt einen Volkswagen gekauft? Zahlt ihr weniger Geld, weil Volkswagen gemerkt hat, unser Auto lädt sehr langsam.
dann können wir dir nicht so viel Preis abknöpfen. Das wäre sonst ein bisschen unfair. Deswegen Charger by Charge on Fuel, das ist eine Ladekarte, die Volkswagen anbietet, den günstigsten Preis. Charge Now ist eine Ladekarte, die BMW anbietet. Die liegt zum Beispiel hier bei dem Auto dabei. Da zahlt ihr nach Zeit unterschiedliches Geld. Einfach weil man zum Beispiel möchte, dass man über Nacht diese Ladesäulen nutzen kann, um das Auto vollzukriegen für einen günstigen Preis, beziehungsweise damit ihr da nicht, wenn ihr das Auto morgens haben wollt und nachts anschließt, ne, damit ihr da nicht so viel zahlt. Am teuersten ist, wenn ihr das über den Emotion oder Plug Surfing freischaltet, weil da wohl Roaming-Kosten oder sowas in der Art drauf kommen. Ich bin da noch nicht genau drauf gekommen. Die reichen nämlich einfach die Kosten, denen die ENBW gegenüber ihnen abrechnet, durch an die Anbieter, an euch. Das ist eher ungeil. Und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft sich in die Richtung bewegt, dass wir einen einheitlichen Preis haben an der Ladesäule, wie eine Preisanschrift an der richtigen Tankstelle, dass ihr wisst, ich tanke jetzt Wechselstrom, der kostet mich so und so viel pro Zeit oder pro Kilowatt. Ist eigentlich nicht so schwer, ist aber jetzt kacke. Dann gibt es noch weitere Probleme mit Ladesäulen. Und das sind Fahrer von Verbrennungsfahrzeugen, die Schilder nicht lesen können. Diese Ladesäule, die habe ich, das ist ein Bild aus dem Going Electric Forum. Die ist ordentlich beschildert. Die steht in Berlin. Das ist dieser graue Kasten da. Vielleicht liegt es daran, dass der grau ist. Da lassen sich auch Leute drüber aus, dass man die kaum sieht. Aber die Beschilderung ist sehr eindeutig. Du darfst da nicht parken, es sei denn, dein Auto ist angesteckt. Und jetzt stellt euch vor, das ist nicht in Berlin, sondern irgendwo in Brandenburg auf der Pampa. Ihr müsst da tanken und das Ding ist zugestellt. Wie scheiße ist das denn? Und das Problem ist, es gibt noch eigentlich kein richtiges Schild in Deutschland, um das eindeutig zu identifizieren als Ladesäule. Ihr dürft da nicht parken. Da ist was in der Mache, aber ein konkretes Ergebnis ist nicht. Und bis jetzt hat man da halt immer in der Regel ein totales Parkverbot und ein Zusatz unten drunter, Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei. Zusätzlich ist es so, dass die erste Elektroauto-Euphorie so ein bisschen vorbei ist. Das ist die Ladesäule vom ADAC hier unten. Die wurde abgebaut. Das Schöne ist, diese Ladesäulen sind irgendwie in Verzeichnisse eingetragen. Und das dauert so seine Zeit, bis das durchpropagiert ist, dass sie abgebaut sind. Beim ADAC ist es ein relativ prominentes Beispiel, aber es gibt halt Stadtwerke, die melden das nicht, wenn sie eine Ladesäule abbauen, oder die sind einfach dauerhaft defekt. Da gibt es zum Glück bei eben verschiedenen Portalen, wo man das macht, wo man Ladesäulen bewerten kann, dann so, ja, ich habe hier vor 3 Tagen erfolgreich geladen. Das hilft immer ganz gut zur Orientierung. So, jetzt kennt ihr so ungefähr die Ausgangssituation, mit der man so fährt. Möchte ich mal ein bisschen einen Ausblick wagen. 1 Million E-Autos bis 2020. Ich glaube nicht daran, dass es so geht, wie wir es gerade machen, und dass wir da grundlegend etwas dran ändern müssen. Was macht man? Fördermaßnahmen. Fördermaßnahmen sind eine gute Sache, wenn es die richtigen wären. Es gibt ein E-Kennzeichen. Vielleicht ist euch so ein Auto schon mal entgegengekommen. Ja, der Gedanke hinter dem E-Kennzeichen ist, dass Städte und Kommunen hingehen können und Autos mit E-Kennzeichen bestimmte Incentives geben. Zum Beispiel kostenlos parken mit Benutzung der Busspur, wo das Sinn macht. Andere Vergünstigungen. Problem ist, es gibt keine zentrale Stelle, die das irgendwie verwaltet. Und man weiß als Elektroautofahrer nicht, wie ist das denn jetzt hier in der Stadt? Vielleicht weiß man das für seine lokale Stadt. Wenn man in Stuttgart rumfährt, weiß man, ja, ich kann hier kostenlos parken, wenn ich ein E-Kennzeichen hat. Dann fährt man aber zum Beispiel nach Göppingen. Und wie ist es in Göppingen? Wie ist es in Karlsruhe? Wie ist es in Freiburg? Es gibt ja kein zentrales Verzeichnis für diese Incentives, die es gibt. Und das ist ein bisschen schwer. Bis jetzt ist das E-Kennzeichen eher so ein schönes Erkennungsmerkmal für Elektroautos. Zusätzlich bekommen auch Plug-in-Hybride das E-Kennzeichen, sobald sie mehr als 30 Kilometer fahren können. Das finde ich eher uncool, weil ich möchte, dass reine Elektroautos besonders gefördert werden. Aber ich kann verstehen, warum man es macht. Es ist nur wieder
gemacht und nicht drüber nachgedacht. In den Medien war jetzt die 4.000 Euro Kaufprämie, die man bekommt, respektive 3.000 Euro, wenn es ein Plug-in-Hybrid ist. Der Staat gibt 2.000 Euro, der Hersteller gibt 2.000 Euro. Da kann ich eigentlich noch nicht so viel zu sagen. Die genauen Details sind noch nicht klar, aber das ist eigentlich ganz gut. Zusätzlich gibt es schon seit einigen Jahren eine Kfz-Steuerbefreiung. Das spart ein bisschen Geld im Jahr. Das ist aber jetzt auch nicht der große Bringer. Ist ein bisschen schade. Ja, ich komme schon zu meinen Wünschen. Fördert die Infrastruktur? Schafft es, dass die Leute miteinander roamen? Schafft es, dass es einheitliche Preise gibt? Macht etwas. Sorgt dafür, dass es mehr E-Tankstellen gibt. Ich glaube daran, dass wenn man sieht, an der Autobahn, es gibt eben diese schönen Pavillons, wie ich sie ganz am Anfang gezeigt habe, es gibt an jeder Autobahnraststätte mindestens 2 Ladesäulen, die zuverlässig funktionieren, und wenn die eine mal ausfällt, ist die andere noch da. In Norwegen geht das schon los, dass zum Beispiel Tankstellen anfangen, eine Schnellladepunkte aufzustellen, weil dort die Förderung gut funktioniert. Wer jetzt auf die Idee kommt, ein Elektroauto auszuprobieren, fahrt doch mal bei mir mit. Ich habe da so eins da. Das habe ich auch noch bis heute Abend. Macht eine Probefahrt bei eurem Händler, wenn ihr den Händler dazu bekommt, dass ihr eine machen könnt und dass er euch kein Dieselgold verkaufen möchte. Oder wenn ihr Stadtmobil-Mitglied seid. Stadtmobil hat ziemlich viele Elektroautos in den letzten Jahren bekommen. Und sie haben ja auch das hier. Fahrt damit. Es macht Spaß. Und vor allem bei Stadtmobil weiß man ja in der Regel, wer möchte ich fahren? Sind das jetzt eher 80 Kilometer oder sind das 800 Kilometer? Und für die Strecke mit 80 Kilometern ist das wirklich die perfekte Wahl. Wem der Vortrag nicht reicht, dem ist die Seite goingelectric.de ans Herz gelegt. Da gibt es ein Forum und es gibt eben auch das Tankstellenverzeichnis, das großartig ist und mir auf meinen Routen, die ich geplant habe, wirklich hilft. Es gibt die Webseite zoepionieren.de. Das ist eine Frau, die darüber bloggt, wie ihr Leben mit der Renault Zoe funktioniert. Und die hat wirklich schöne Artikel darüber geschrieben, was da so passiert, was so scheiße ist, was gut funktioniert, Fehler am Auto. Wer Spaß an der Sache hat, sollte da mal reinlesen. Und es gibt einen schönen YouTube-Channel von Robert Lewin. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Man kennt ihn vielleicht. Er spielt Crichton bei Red Dwarf, einer Science-Fiction-Serie in Großbritannien. Der hat mit Fully Charged einen YouTube-Channel gemacht, wo er Elektroautos reviewt, aber auch in die Richtung geht, Future of Energy, was verändert sich allgemein an unserer Mobilität. Der macht großartige Videos. Vielleicht mein Fazit jetzt zu meinem Talk. So wie es ist, ist es halt kacke. Wir sollten was dran ändern. Ja, gibt's Fragen? Ja. Du sagst einfach und ich wiederhole sie. Treffen uns auf der Hälfte. Hi, ich habe mein Haus jetzt atomstromfrei. Und gibt's da irgendeine Chance, dass ich auch mit so einem Auto irgendwie regenerativ unterwegs sein könnte, oder bin ich da gezwungen, dann auch Atomstrom zu tanken an den ganzen schönen NBW-Tankstellen und was weiß ich alles? Also, die meisten Ladesäulen sind tatsächlich irgendwie mit Ökostrom betrieben. Zum Beispiel, wenn du einen Vertrag bei der RWE machst, dann gibt es da die Möglichkeit, bei irgendwie Stadtwerken, die der RWE sehr nahe stehen, Verträge abzuschließen. Wir haben zum Beispiel unseren Vertrag bei der Bergischen Energie Wipperfürth. Das hat für uns den Vorteil, dass es dort keine Grundgebühr gibt und dass wir 100% Wasserkraft tanken. Und in der Regel werden die Ladesäulen mit Ökostrom versorgt. Nicht jede, aber es gibt auch nicht den Filter im Augenblick so, ich möchte eine Ladesäule, wo Ökostrom rauskommt, weil es einfach noch nicht genug Ladesäulen gibt. Was wir aber zu Hause machen, ist, unsere Wallbox ist mit unserer Solaranlage gekoppelt, sodass wir nur den Strom tanken, den wir auch gerade selber herstellen. Und
keinen Netzstrom beziehen müssen, obwohl wir Ökostrom aus dem Netz beziehen. Ja, der nächste. Da hinten. Ja, Test? Hm? Ja. Okay. Ja, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe zwei kleine Fragen, und zwar einmal, du hast gesagt, du tankst 2 Stunden. Wie lange stehst du dafür an? Also, wie viele Leute sind vor dir dran noch? Es kommt immer drauf an, was du für eine Ladesäule erwischt. Es kann dir passieren, dass du irgendwie an der A3 eine Ladesäule, eine dieser schönen Schnellladesäulen, die da gerade von der Tank und Rast gebaut wurden, erwischt und es sind 3 Leute vor dir und dann wartest du wirklich 2 Stunden oder du suchst dir eine Alternative. Gut, vielleicht gibt es keine Alternative in Deutschland. Du musst abfahren und dir irgendwie was in 3 Kilometer weiter, so lange wie dein Akku noch reicht, sorgen. Aber es kann dir passieren, dass du warten musst. Deswegen sind diese schönen Pavillons, die ich am Anfang gezeigt habe, die sind von Fastnet in den Niederlanden, die haben die Pavillons so gebaut, dass da immer mindestens 2 Ladesäulen stehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die erweiterbar, dass da irgendwie die schnippen müssen und dann sind da irgendwie bis zu 18 Ladesäulen in diesem Pavillon, also mehr als es da Zapfsäulen an der Tanke gibt. Wenn du jetzt etwas für abends so suchst, du hast keinen festen Stellplatz, musst du halt gucken. Das kann dir passieren, dass du in Stuttgart wohnst zum Beispiel, wo es relativ viele ENBW-Ladesäulen gibt und du abends jeden Tag tanken kannst zu den Preisen, die sie verlangen. Es kann aber auch passieren, dass du gar nichts hast. Das kommt ganz auf die Gegend an, wo du gerade fährst. Okay, vielen Dank. Und die zweite Frage wäre, gibt es irgendwelche Adapter für diese Anschlüsse? Ja. So ein Typ 1 Auto hat in der Regel, da haben die Fahrer in der Regel hier, wo ich jetzt hier den Typ 2, die Typ 2 Kupplung habe, haben die einen Typ 1 Stecker, aber auf der anderen Seite haben sie für die Ladesäulen, die eben das Gegenstück zu Typ 2 haben, eben so ein Kabel, das da adaptiert. Genauso ist im Grunde das hier ein Adapter von Schuko auf Elektroauto. Ja. Was du nicht machen kannst, ist diese Kabel Daisy Chain, denn da gibt es Kontrollpins, die eben festlegen, wie viel Strom liefert jetzt gerade meine Ladesäule und so weiter und so fort. Gibst du das Mikro weiter? Ach so, du hast noch gar nicht gestellt, dann mach. Also danke für den Vortrag. Und dann meine Frage wäre es nicht irgendwie sinnvoll, austauschbare Akkus irgendwie zu produzieren, weil dann wäre man relativ fix wieder bei 100%iger Ladung und ja. Austauschbare Akkus sind so eine Sache. Wie sehr kannst du einen Akku standardisieren? Es fängt jetzt gerade an, dass es Autos gibt mit verschiedenen Akkuversionen. Zum Beispiel den BMW kriegst du jetzt in einer Akkuversion, wo 50% mehr Strom reinpasst, quasi. Da musst du beides anfangen, an der Wechselstation vorzuhalten. Und das wird sehr schnell, sehr kompliziert. Wie gut das funktionieren kann, kann ich dir nicht sagen. Wenn wir alle uns darauf einigen würden, wir verbauen denselben Akku, funktioniert das? Dann schränkt aber auch die Autos ein in ihrer Funktion. Zusätzlich kommt dazu, stell dir vor, du hast einen Akku gekauft für dein Handy und der bietet ein Stadtwerk an, hier, nimm doch diesen Akku für dein Handy und du stellst fest, den Akku, den ich da von den Stadtwerken bekommen habe und dafür meinen alten Akku den Stadtwerken gegeben habe, der ist schlechter. Was machst du? Da ist bei vielen Fahrern von Elektroautos halt die Angst da, dass sie einen schlechteren Akku bekommen als den sie sich da gerade im Auto haben. Das sind so die beiden Aspekte, die ich da sehe, die das so ein bisschen verhindern. Klar, es könnte funktionieren. Es gab da Projekte, die Projekte sind aber irgendwie alle wieder eingestampft. Es könnte seine Gründe haben. Ja, also ich habe mir einen Mietwagen bei Flinkster geklickt, den ich im nächsten Dienstag fahren werde. Ich bin schon sehr gespannt, es ist ein Renault Zoe. Und das klingt alles sehr spannend. Ich habe dann da so eine Mail bekommen und da stand drauf, ganz wichtig, vor dem Wiederaufladen müsste man mit dem Schlüssel das Fahrzeug abschalten und wieder einschalten.
Und das kommt mir irgendwie komisch vor. Gibt es da irgendeinen Grund? Ist das bei euch auch? Oder was soll das? Das ist irgendwie Blödsinn. Hast du das Problem in der Regel, diese Ladekabel werden mit einem Dorn verriegelt. Wie kontrollierst du den Dorn? Bei Renault ist es so, sie haben auf den Schlüssel einen extra Knopf dafür gemacht, dass man nur das Ladekabel entriegelt. Andere Hersteller machen das einfach mit über die Öffnen-Schließen-Funktion deines Autos. Das kann den Nachteil haben, dass zum Beispiel, wenn du eine Ladesäule hast, die das nicht mag, dass da gerade die Ladung unterbrochen wird, hat das den Nachteil, dass du vielleicht nochmal zahlen musst für den Start dieser Ladung. Da gibt es unterschiedliche Modelle. In der Regel musst du da das Auto nicht aus und wieder anschalten. In der Regel muss es aus sein, damit es lädt. So, mit Ladekabel dran finden die meisten Autos das doof, loszufahren. Ja. Zu dieser Verriegelung kann ich noch hinzufügen, ich habe genau den hier Probe gefahren letzte Woche und die Verriegelung macht, also die Ladesäule sagt dem Auto, bitte verriegle jetzt und auch bitte entriegle jetzt. Und es gibt tatsächlich Ladesäulen, die per wackeligem Edge angebunden sind. Und es kann sein, dass dieses Kommando nicht durchkommt. Also ich stand dann da einen Nachmittag lang an der Säule und kam nicht mehr weg. Ja. Auch da kommt es drauf an, dass man es richtig macht. Das ist halt bei den CCS-Ladesäulen so. Die haben da ein relativ fancy Protokoll. Die machen das nicht wie deine Standard-Ladekabel, die da irgendwie mit Stellwiderständen festlegen, wie viel Strom da durchläuft, sondern die sprechen da IP über PowerLAN drüber und reden mit dem Auto und sagen dann, wie ist jetzt deine Spannung, wie ist dein Ladestand und so weiter. Und da kann es sein, dass das so funktioniert. Und das ist halt, da kann da was schief gehen, wie bei Technik. Da muss halt jemand mal reingucken, wie das funktioniert. Ja. Zu dem Bild da oben, das ist aus dem 3D-Drucker gekommen. Das ist, da hat jemand die Tesla Supercharger genommen und sie druckbar gemacht. Das ist jetzt mein Handy-Ladekabel. Ja. Das Auto habe ich noch bis 19 Uhr von Stadtmobil. Wer möchte, kann mitfahren, eine Platzrunde. Das müssen wir jetzt hier irgendwie wieder rausbuxieren. Ja. Dann danke.